Mama, wir filmen jetzt. Du darfst nicht mehr reden. Wenn ich einen Platz betrete und den Ball vor mir habe, vergesse ich einen Moment lang alles um mich herum. Es ist wie eine Medizin, es schaltet mich total ab. Und ich bin ein Mensch, ich bin sehr ruhig, aber ich kann meine Emotionen im Spiel herauslassen. Seitdem ich klein auf bin, spiele ich Fußball, weil ich gewinnen will. Und das ist egal, ob das im Trainingsspiel gewonnen werden will oder halt im Champions-League-Finale. Das ist mir egal. Ich will einfach gewinnen. Und ich sehe ein Ligaspiel genauso wie damals auf dem Bolzplatz. Mit der gleichen Einstellung gehe ich in das Spiel. Und genauso bin ich dann die Nationalmannschaft angegangen und alles andere, die ganz großen Finalspiele. Nach einer langen Saison wünscht man sich auch einfach mal Ruhe zu haben oder nach einem Spiel auch. Und deswegen ist es enorm wichtig, ein schönes, ruhiges Zuhause zu haben. Und das ist, was ich sehr mag, wenn etwas besonders ist und nicht identisch ist wie ein normaler viereckiger Tisch. Und das ist cool, das ist modern, das passt zu mir. Das ist auch wie eine Allianz Arena, in der ich auch schon gespielt habe.